der Pool in einem Aushub eingebaut werden? Unsere Pools wurden mit den Gedanken entworfen, auf der gesamten Beckenhöhe eingebaut zu werden. Also, dass das Becken in einer Grube montiert wird. Das heißt, ebenerdig mit dem Gartenboden. Er kann auch auf dem Gartenboden gestellt werden. In beiden Fällen aber muss das Becken voll und ganz umgebaut werden. Wenn du also den Pool nicht im Aushub montieren möchtest, beachte, dass die Art der Montage überirdig genau der Installation im Aushub entspricht. Was bedeutet das? Unter dem Pool muss eine Betonplatte mit Bewehrung gegossen werden und rund um den Pool sollte eine Betonschalung aus Betonblöcken hergestellt werden, in der der Beton zwischen die Poolwand und die Betonblöcke eingefüllt wird. Zudem sollten die Pooltreppen auch untermauert werden. Wie groß muss der Aushub sein? Der Erdaushub für den Pool sollte um ca. 60 bis 80 cm größer sein als der obere Umriss des ausgewählten Poolmodells. Um die Aushubtiefe zu ermitteln, addiere folgende Maße zusammen: die Dicke der Bodenplatte, des Styrodurs, der Gesamthöhe des Beckens und die Materialhöhe, auf welcher der Beckenrand entstehen soll, zum Beispiel der Randstein, Pflastersteine, Holz. Hier muss auch entschieden werden, ob der technische Rand des Pools festgelegt oder zum Beispiel mit Randsteinen abgedeckt werden soll. Wir empfehlen, den technischen Rand abzudecken. Wie hoch müssen die Wände verhüllt werden? Die Verfüllung mit Magerbeton muss vom Boden des Beckens bis zum oberen Rand des Beckens erfolgen. Die Wände müssen komplett hinterfüllt werden. Nur so ist garantiert, dass sich die Wände des Pools nicht verformen, nachdem das Becken mit Wasser gefüllt wird. Wie dick muss die Verfüllung rund um den Pool gemacht werden? Die empfohlene Schalungsbreite beträgt ca. 20 cm. Der Rest des Aushubs kann mit Erde zugeschüttet werden. Kann ich die Treppenuntermauerung machen, bevor der Pool geliefert wird? Dies sollte nicht gemacht werden. Am besten sollte die Treppe erst nach dem Einstellen des Pools in den Aushub untermauert werden. Dann können die Treppen erst auf Ebenheit kontrolliert werden und eben untermauert werden. Zu beachten ist auch, dass die Stufen unterschiedliche Radien, Kurven und Tiefen haben. Somit ist es unmöglich, die richtige Untermauerung vor der Poollieferung auszuführen. Brunnen oder Leitungswasser? Womit soll der Pool gefüllt werden? Wir empfehlen, den Pool nur mit Leitungswasser zu füllen, da das Wasser aus dem Brunnen nicht die richtigen Eigenschaften hat und möglicherweise einen zu hohen Gehalt an Elementen wie zum Beispiel Eisen aufweisen kann. Kann man ein freistehendes Becken mit Wasser auffüllen? Befülle den Pool nicht mit Wasser, bevor er nicht eingebaut wurde. Das Wasser im Becken übt zu großen Druck auf die Beckenwände aus und kann seine Struktur beschädigen oder sogar einen Riss verursachen. Denke daran, dass während der Verfüllung des Pools gleichzeitig Wasser eingefüllt wird, um den Druck des Wassers auf der Innenseite und den Druck der Hinterfüllung auf der anderen Seite auszugleichen. Wie werden die Poolleitungen angeschlossen? Eine vollständige Montageanweisung für den Swimmingpool und der Installation findest du auf unserer Webseite. Wird zusätzlich eine Rohrisolierung benötigt? Wenn der Technikraum direkt am Pool liegt, ist das nicht notwendig. Wenn er jedoch vom Pool weiter entfernt ist und die Verrohrung lange Leitungen hat, empfehlen wir eine zusätzliche Isolierung der Rohre.